Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Es war noch finster an diesem kalten Februarmorgen des Jahres 1858, als François Soubirous erwachte und wusste, dass die Uhr der Pfarrkirche von Lourdes gleich 6 schlagen würde. Er besaß zwar keine Uhr, aber er hatte wie alle armen Leute die Zeit im Gefühl. Arme Leute haben immer Angst, zu spät zu kommen. Wenn ich heute Arbeit finde, nicht einen zu im Hause, auch kein Brot mehr. Irgendeine Arbeit. Sonst haben wir allesamt nichts zu essen. Kein zu im Hause, auch kein Brot mehr. Er tastete nach seinen Holzpantinen, behielt sie aber in der Hand, um keinen Lärm zu machen. Er lauschte den Atemzügen seiner schlafenden Familie, dieser sonderbaren Musik, die sein Herz bedrängte. 6 Menschen teilten mit ihm den Raum. François Soubirous und seine Frau Louise hatten immerhin ihr gutes Hochzeitsbett behalten, diesen Zeugen eines hoffnungsvollen Anbeginns. Die beiden halbwüchsigen Mädchen Bernadette und Marie mussten auf einem sehr harten Lager schlafen. Die beiden Jüngsten waren auf einen Strohsack gebettet. Schließlich ist man ja kein Landstreicher, kein Lumpensammler, sondern Müller. Ein freier, regelrechter Müller. Ein Mühlenbesitzer. François Soubirous war tatsächlich früher Besitzer einer Mühle gewesen. Vielleicht hatte er manchmal ein Gläschen zu viel getrunken, vielleicht waren die Umstände daran schuld. Jetzt war er kein Mühlenbesitzer mehr. Jetzt war er nichts. Der ärmste Mann am Ort, wohnhaft im Cachot in der Rue des Petites Fossés. Am liebsten würde ich wieder ins Bett zurückkriechen. Aber inzwischen hatte Mutter Soubirous sich erhoben. Sie scheuchte einige Funken aus der Asche des Herdes, häufte qualmendes Stroh, Späne und ein paar Äste darüber. Und dann hängte sie den kupfernen Wasserkessel über die neue Flamme. Ich gehe jetzt, Louise. Hast du was Bestimmtes vor, Soubirous? Ich werde mit Maison Gross sprechen und mit Casenave, dem Postmeister, weißt du? Maison Gross, Casenave, was können die dir schon geben? Irgendwas muss ich heute finden. Ich habe drüber nachgedacht, Soubirous. Wir sollten Bernadette weggeben von dir. Was heißt das, weggeben von hier? Er spricht doch leise. Sie schlafen noch. Weggeben? Na, zur Tante. Oder noch besser aufs Dorf, nach Patoy. Die Laguet würde sie sicher wieder aufnehmen. Die Arbeit ist nicht allzu schwer und dafür hat sie gute Luft und Ziegenmilch. Ich bin also wirklich ein Bettler. Meine Kinder verhungern. Ich muss sie zu fremden Leuten geben. Du solltest vernünftig sein, Soubirous. So machte er sich auf den Weg. Um zur Postmeisterei zu gelangen, musste Soubirous den Platz überqueren. Casenave, ehemaliger Sergeant eines Trainregimentes, hörte es nicht ungern, wenn man ihn nachträglich als Offizier ansprach. Guten Morgen, Herr Postmeister. Wäre eine kleine Arbeit für mich da? Ach, du bist es wieder, Soubirous. Noch immer keine feste Stellung? Gott meint es nicht gut mit mir, Monsieur. Ich habe kein Glück seit Jahren. Unser Glück kommt von Gott. Es ist möglich. Unser Unglück kommt von uns selbst, mein Freund. Meine Kinder können nichts für ihr Unglück. Vielleicht haben sie irgendwas für mich zu tun, mon Kapitän. Halt, mein Lieber. 20 Sous könntest du ja schließlich verdienen.
Es ist keine reinliche Arbeit, freilich. Die Mutter Oberin des Hospitals verlangt, dass man allerlei Unrat wegführt und verbrennt. Verbandzeug, Watte, Chapie von Operationen, Wäsche von ansteckend Kranken. Das wird zum Höhlenberg hinausgebracht, zur Grotte Massabielle. Dort verbrannt und die Asche wird in den Garf geworfen. Wenn du das tun magst? Könnten es nicht 30 Sou sein? Mon Kapitän. Darauf gab Cazenave keine Antwort mehr. Und Soubirous tat, wie ihm geheißen. Während der Vater Soubirous seine Fuhre nach Massabielle brachte, waren seine beiden Töchter Marie und Bernadette bereits in der Schule. Bernadette stand vor der Lehrerin, Sœur Marie-Thérèse Vauzoux, und sie hielt den Blick der Klosterfrau ruhig stand, ein wenig abwesend und beinahe apathisch. Und weißt du wirklich nichts über die heilige Dreifaltigkeit, liebes Kind? Nein, Monsieur, ich weiß nichts darüber. Und du hast niemals etwas davon gehört? Möglich, dass ich was davon gehört habe. Jetzt weiß ich nicht, mein Kind, soll ich dich für dreist halten, für gleichgültig oder nur für dumm? Ich bin dumm, Monsieur. Alle sagen, dass ich keinen Kopf zum Lernen habe. Also, wie ich's gefürchtet habe. Du bist frech, Bernadette Soubirous. Ach, ich will gar nicht mehr. Ruhe, unter was für ein Volk bin ich geraten. Ihr seid ärger und unwissender als Heiden. Und du, was hast du mir zu sagen? Bist du nicht auch eine Soubirous? Jawohl, Monsieur, ich bin die Marie Soubirous. Ich wollte nur sagen, dass Bernadette immer krank ist. Du bist eigentlich nicht danach gefragt worden, Marie. Bernadette hat Asthma. Asthma hindert niemanden am Lernen und an der Frömmigkeit. Wie alt bist du, Bernadette? 14 Jahre. Die Älteste in der Klasse und zugleich die Unreifste. Die Stunde ist zu Ende. Bernadette? Ja? Weißt du auch, dass wir deinetwegen im Katechismus nicht weitergekommen sind? Überleg dir es mal, ob du das wert bist. Als sich François Soubirous gegen Mittag nach Hause aufmachte, hatte er wirklich etwas Geld verdient. So viel, dass es sogar für einen kleinen Umweg reichte. Kurz ehe er heimkam, tauchte das jüngste der Kinder im Cachot zum Mittagessen auf. Sieh doch, Mama, was ich habe. Wo kommt der wollene Schal her? Hast du womöglich gebettelt? Nein! Bin nur da gestanden und da hat Fräulein Jacomet ihn mir gegeben. Du sollst das Gestrickte haben, sagte sie, weil du das ärmste Kind bist, das ich kenne. Du Dummkopf, ihr seid keine armen Kinder. Ihr seid die Kinder eines früheren Mühlenbesitzers. Und ihr solltet euch nicht benehmen wie hergelaufenes Gesindel. Euer Vater sucht eine neue Mühle und dann wird alles wieder anders werden. Ja, da bist du ja, Soubirous. Das war eine Arbeit bei der Kälte. Aber ich habe was bekommen. Hier. Wo bist du gewesen? Ich habe Spitalabfälle weggeführt. In Massabielle habe ich das Zeug verbrannt. Zuerst sagte Cazenave, er hätte nichts. Aber ich bin mit ihm fertig geworden. Mon Kapitän, sagte ich. Und dann ließ er sich erweichen und ich habe 25 Sou verdient. Hier sind aber nur 20. Habe ich 25 gesagt? Kann mir denken, wo die 5 Sou hingekommen sind. 2 kleine Kräuterlikörchen, nicht mehr. Wie soll ich mich sonst erwärmen, etwa hier? Wir haben kein Holz mehr. Ich gehe nicht normal hinaus. Ich habe genug getan. Ich muss, glaube ich, ins Bett gehen. Immer musst du ins Bett gehen. Sogar am helllichten Tag. Ich habe Reisig gesehen bei der Höhle Massabielle. Der Graf hat es angespült. Wenn die Mädchen aus der Schule kommen, sag ihnen, sie sollen hingehen und es holen. Bei den Grotten. Und so machten sich die beiden Mädchen, Bernadette und Marie Soubirous, zusammen mit ihrer Freundin Jeanne auf den Weg nach Massabielle, um Reisig zu holen. Dort drüben ist Reisig. Wir müssen durch den Fluss. Sowas von Kälte. Das schneidet wie Messer. Und was wird aus mir? Komm gefälligst mit herüber. Das darf sie nicht, sonst kriegt sie einen Schnupfen und dann kann sie nachts nicht atmen und weckt alle auf. Was soll ich denn tun? Wart! Ich komm zu dir und werde dich herübertragen. Huckepack! Oh nein! Dazu bist du viel zu klein. Aber Jeanne könnte mich tragen. Jeanne, du bist die Größte und Stärkste. Danke, ergebenst. Noch einmal in dieses eisige Wasser hinein. Jeanne, tu es doch. Lass mich nicht allein. Wenn du keine Courage hast, dann bleib hocken, wo du bist. Du zimperliche Ziege, der Teufel soll dich holen. Wenn du sowas sagst,
dann bist du nicht meine Freundin. Bernadette blieb allein. Sie wandte dem Flüsschen den Rücken zu. Vor ihr lag die Grotte Massabielle. Kein Windhauch regte sich. Die unbewegliche Wolkendecke war von einem rosigen Licht durchtränkt. Auch die Grotte war bis zum Rande gefüllt mit dem rosigen Licht der verborgenen Sonne. Ich bin keine zimperliche Ziege. Wegen dem bisschen kalten Wasser muss ich auch nicht gleich einen Schnupfen bekommen. Wenn ich meine Strümpfe ausziehe. Bernadette setzte sich auf einen Stein, sie trat aus den Pantinen und begann, den weißen Wollstrumpf vom rechten Bein zu streifen. Noch aber war sie nicht am Knöchel angelangt, als sich irgendetwas verwandelt hatte. Sie lugte mit ihren scharfen Kinderaugen nach allen Seiten. Es verging einige Zeit, bis sie erkannte, dass die Veränderung sich nicht vor ihren Augen, sondern vor ihren Ohren abspielte. Der Gave hatte seine Tonart gewechselt. Was ist das? Woher kommt das? Das ist nicht mehr der Gave. Aus dem Lärm klangen gellende Frauenstimmen, Wehrufe, Keifen. Was war das? Böse Stimmen, die immer näher kamen. Jetzt ist es wieder still. Der Fluss rauscht. Sonst nichts. Was war das? Ihr Blick blieb an der Grotte hängen. Vor einer dunklen Nische, die rechter Hand im Inneren der Grotte in die Tiefe des Felsens führte, wuchs eine Heckenrose. Sturmgeschüttelt krümmten sich die Zweige der Pflanze mitten in der vollkommenen Windstille. Bernadette wandte den Blick zur nächsten Pappel, ob dort in der Höhe ein Wind beschäftigt sei, der sich im Dornstrauch von Massabielle verfangen hatte. Aber atemlos starr verhielt sich das sonst so zittrige Pappellaub. Und nun war auch die Heckenrose, 10 Schritt von ihr entfernt, wieder reglos. Vielleicht habe ich mich getäuscht vorhin. Aber was Bernadette jetzt sah, war keine Täuschung. In der Nische stand jemand, wie aus der Tiefe der Welt gerade hier an den Tag getreten. Eine sehr junge Dame, fein und zierlich, stand gelassen und ohne anzustoßen in dem engen Oval der Nische. Sie trug einen losen weißen Schleiermantel, der mit einem breiten blauen Bande gegürtet war. Zuallererst empfand Bernadette einen kurzen, zuckenden Schreck. Dann aber löste sich ihre Furcht in ein Gefühl auf, für das sie keinen Begriff hatte. Am ehesten hätte es Trost heißen können oder Tröstung. Ihre Augen blieben unablässig, frei und fest auf das Antlitz der jungen Dame gerichtet. Sie hätte die Schläge der Wimpern zählen können, die dann und wann, sehr selten, das herrliche Weiß und Blau der Augen verdeckten. Und dann lächelte die Dame. Bernadette kniete nieder, und die Dame machte ein Schrittchen aus dem Portal auf den äußersten Rand des Felsens. Ihre Schönheit schien weniger körperlich zu sein als jede andere Schönheit. Überwältigt von diesem Leuchten wollte Bernadette ein Kreuz schlagen. Sie fühlte ihre Hand von einer milden Gewalt ergriffen, und wie man einem Kinde, das nicht schreiben kann, die Hand führt, so zeichnete jene milde Gewalt das Kreuz mit der eiskalten Hand des Mädchens auf dessen Stirn. Dann nickte und lächelte die Dame wieder, als sei etwas Wichtiges und gar Köstliches gelungen. Nach diesem Kreuz entstand eine Pause, von entzücktem Schauen und Lieben ausgefüllt. Bernadette wollte etwas sagen, in Worte ausbrechen, ja, nur in formlose Laute, stammelnd, verehrend, zärtlich. Aber durfte sie es wagen zu sprechen, ehe die Dame gesprochen hatte? So griff sie in ihren Beutel und zog den Rosenkranz hervor. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. Dabei beobachtete sie die Dame scharf, ob sie mitbete. Deren Lippen aber blieben unbewegt.
Es schien, als sei es nicht ihre Sache, den Gruß der Engel zu sprechen. Sie kontrollierte gleichsam nur mit sanfter Hingabe die murmelnde Tätigkeit des Mädchens. Amen. Erst als die Anrufung kam: Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Da ging durch die Gestalt der Dame ein starker Atemzug und ihr Mund bildete stumm diese Worte mit. Noch nie hatte Bernadette ihren Rosenkranz so langsam hergesagt. Es war gewiss ein starkes Mittel, die Dame festzuhalten, und nichts war ihr wichtiger. Sie betete und war nur mehr Schauen. Das Leben aller anderen Sinne zog sich zurück. Sie spürte die Steine nicht, auf denen sie kniete. Sie spürte die eisige Kälte nicht, die sie umwehte. Eine warme, glückselige Schläfrigkeit umhüllte sie. Bernadette! Bernadette! Holla! Bernadette, mach keine Späße! Oh Gott, vielleicht ist sie tot! Das Asthma, heilige Jungfrau! Ach was, hat man schon je einen Toten gesehen, der kniet? Aber wenn sie doch tot ist! Wir werden sie schon aufwecken. Mit einem Stein! Was gibt's denn? Bist du ganz und gar übergeschnappt? Hast du gebetet hier bei Massabielle, wo die Schweine fressen? In der Kirche bist du weniger fromm. Das geht dich nichts an. Das ist meine Sache. Ich komm zu euch. Aber du sollst doch nicht durchs Wasser laufen. Was seid ihr doch für Schwindlerinnen, ihr beide. Dieser Fluss ist ja lau wie Abwaschwasser. Oh Gott, hast du mich erschreckt. Jeanne hat recht. Bei dir ist was nicht in Ordnung im Oberstübchen. Mir brennen die Beine noch immer. Also komm jetzt und hilf uns tragen. Unterwegs auf dem Nachhauseweg sehnte Bernadette sich danach, von der Dame zu sprechen. Sie wusste aber in der Tiefe ihres Herzens ganz genau, dass Unabsehbares geschehen würde, wenn sie der Versuchung erläge und den Mund öffnete. Dennoch gelang es ihr nicht, dieser Versuchung zu widerstehen. Ihr müsst mir schwören, dass ihr mich nicht verratet. Nein, bestimmt nicht. Die Mutter darf nichts davon hören. Sie würde mit dem Bettklopfer auf mich losgehen. Ach du mein Gott. Ich kann mich nicht rühren vor lauter Müdigkeit und Arbeit. Ja, der Mann liegt da und schläft. Ich bin schon aufgewacht. Bist ja laut genug gekommen. Was wollte denn die Bube? Immer die gleiche Geschichte. Ihr kleiner Junge hatte wieder einen Krampf, der gar nicht aufhören wollte. Die Mutter, die kann nur dastehen und heulen. Ich habe ihn in heiße Tücher gewickelt und habe ihm Tee gegeben und bin eine halbe Stunde lang mit ihm durch die Stube getanzt, damit das Blut wieder in Bewegung kommt. Es ist mir Gottlob wieder mal gelungen. Aber du schläfst ja schon wieder. Wo sind denn die Mädchen? Die müssten doch längst zu Hause sein. Subiru, hörst du? Wo sind die Mädchen? Da kommen Sie ja, warum wechseln mich denn schon wieder auf? Wo wart ihr denn so lange? Wir haben sehr viel Holz. Wir sind nur langsam vorwärts gekommen. Und wo ist Bernadette? Sie kommt gleich. Sie hat sich auch eine Menge aufgeladen. Wie siehst du überhaupt aus? Komm ans Fenster, damit ich die Haare kenne. Na, was ist denn? Na, was ist? Hast du Halsschmerzen? Ach nein, Mama. Ich möchte dir was erzählen, Mama. Es ist wegen Bernadette. Ja, was gibt es mit Bernadette? Sie hat in der Höhle Massabielle eine junge Dame gesehen, ganz in Weiß, mit einem himmelblauen Gürtel. Was plapperst du da? Und Bernadette hat zuerst kein Kreuz machen können. Dann hat sie aber doch ein Kreuz machen können, als die Dame es ihr erlaubt hat. Bernadette? Ja, Mama? Was hast du gesehen, du Blödsinnige? Oh, Marie, du hast geplaudert. Warum hast du geplaudert? Was du gesehen hast, will ich wissen. Ich habe eine wunderschöne Dame gesehen, dort bei Massabielle. Eine wunderschöne Dame. Ach, nichts hast du gesehen. Irgendeinen weißen Stein. Ach, ich rackere mich für euch ab. Aber ihr seht wunderschöne Damen. Ich kenne das. Wichtigtuerei. Man erfindet Geschichten, prahlt mit Märchen, erzählt von Damen, von weißen Kleidern, was weiß ich. Papa! Wohin soll das führen, meine Kleine? Wir sind anständige Müllersleute, deine Mutter und ich. Aber wer Schwindelmärchen erfindet, gehört nicht zu uns, sondern zu den Marktgauklern, zu den Seiltänzern, zu den Zigeunern. Also wenn du so eine bist, dann mach dich schnell aus dem Staub und geh zu den Gauklern und Zigeunern. Ach.
Lass schon, Subiru. Die arme Kleine. Ich weiß, was sie hat. Ich war auch mal in dem Alter. In deinen Jahren, Bernadette, sieht man manchmal Dinge, die es gar nicht gibt. Das geht vorbei, hörst du? Vergiss es, hörst du? Du bist schon ein großes Mädchen. Vielleicht findest du in einem oder zwei Jahren einen Mann und wirst Kinder haben wie ich. Das geht alles so schnell. Man glaubt gar nicht wie. Meine arme Kleine. Och, Mama. Aber ich habe sie doch wirklich gesehen, die Dame. Und schon sprachen die Einwohner der Stadt über das, was Bernadette geschehen war. Was sagtest du vorhin von Bernadette zu Biru und deiner jungen Dame? Ja, Bernadette hat eine wunderschöne junge Dame gesehen. Ganz in Weiß. Und zwar bei Massapiel. Wer kann das sein? Welche wunderschönen jungen Damen gibt's überhaupt bei uns? Vielleicht eine der Töchter Lafitte. Aber die sind noch gar nicht hier. Wahrscheinlich war es ein Faschingsscherz. Die Bernadette wird's nicht mehr lange machen. Ich sehe schon, wie man sie im Sarg aus dem Cachot trägt. Auch in der Schule der Schwestern von Nevers wurde darüber gesprochen. Ich habe zwar geschworen, das heißt, ich habe ihr mein Wort gegeben. Dann hast du nicht geschworen. Und wenn du nicht geschworen hast, begehst du keine Sünde, wenn du es sagst. Eine Dame? Was für eine Dame, Jeanne? Ganz in einen weißen Mantel gehüllt, mit einem himmelblauen Gürtel. Vielleicht hat Bernadette dich angeschwindelt. Nein, die Bernadette lügt nie. Wir müssen der Sache genauer nachgehen. Ich weiß nicht. Ich glaube... Wenn die Bernadette etwas sieht, müssen wir es ebenso sehen. Wir haben keine schlechteren Augen als sie. Wir gehen hin. Ja. Ja. Aber Bernadette muss mit uns kommen. Wenn wir ohne sie sind, da könnte die Dame vielleicht wegbleiben. Psst. Da kommt Bernadette. Bernadette, was ist's mit dieser Dame? Erzähl, Bernadette. Beschreib sie genau. Wie hast du sie bemerkt? Hat sie dich angerufen? Hat sie sich bewegt? Oh. Warum hast du es verraten, Jean? Die Mädchen gaben nicht eher Ruhe, bis sie von den Eltern Subiru die Erlaubnis erhielten, dass Bernadette alle miteinander zu der wunderschönen Dame nach Massabiel führen dürfe. Sie ist da! Ja, sie ist da. Wo ist sie? Wo siehst du sie? Dort oben. Sie ist gekommen. Seht ihr nicht, wie sie grüßt? Ich sehe dort oben nur das schwarze Loch. Und dahinter ist ein großer Stein. Da kann doch niemand heraustreten. Ich sehe überhaupt gar nichts. Aber sie sieht euch. Sie sieht euch. Sie hat genickt und euch begrüßt. Ihr müsst auch grüßen. Sollen wir nicht näher kommen? Nein, nicht näher kommen. Keinen Schritt. Bernadette trat noch einige Schritte weiter in die Grotte hinein. Diesmal war die Dame ganz nah. Und sie sprach zu Bernadette: Wollen Sie mir die Güte erweisen, 15 Tage nacheinander hierher zu kommen? Sagte sie. Und dann fügte sie mit leiser Stimme hinzu: Ich kann nicht versprechen, Sie in dieser Welt glücklich zu machen, aber in jener. Als Bernadette nach dieser Unterredung vor die Grotte trat, hatte sich ein Häuflein neugieriger Menschen eingefunden. Hat sie ihren Namen genannt? Oh nein, das hat sie nicht getan. Aber sie hat mit mir gesprochen. Hat die Dame denn überhaupt eine Stimme? Oh ja, sie hat genauso eine Stimme, wie sie ist. Sie sagte zu mir, wollen Sie mir die Güte erweisen, 15 Tage nacheinander hierher zu kommen. Und was willst du gescheiten Leuten einreden? Dass eine Dame, eine Seele aus dem Jenseits oder vielleicht sogar ein Engel zu einem dummen Fratzen wie du einer bist, sie sagt... Und wollen Sie mir die Güte erweisen? Ja, das ist wirklich komisch. Die Dame hat sie zu mir gesagt. Gesegnet bist du. Der Himmel weiß, wer dich besucht. Bernadette, kennst du mich? Ja, Sie sind Madame Millet. Du bist ein begnadetes Kind, ma petite voyante. Ich bin eine alte, kranke Frau, aber ich werde in den nächsten 15 Tagen täglich mit dir zur Grotte pilgern. Und wenn du willst, kannst du auch bei mir wohnen. Die Zahl derer, die Bernadette nunmehr jeden Tag zusammen mit Madame Millet zur Grotte begleiteten, wuchs ständig. Und von dem schmelzenden Wachs ihrer brennenden Kerzen duftete die Niederung vor der Grotte. So wurden auch die Behörden auf die wundersame Angelegenheit aufmerksam.
Staatsanwalt Dutour. Es ist gut, dass Sie kommen, Monsieur Le Maire. Als Bürgermeister unserer Stadt kann ich nicht länger ohne die Unterstützung der zivilen Behörden auskommen. Meine Tochter erzählte mir, dass morgen die halbe Stadt mit der kleinen Soubirou nach Massabielle ziehen will. Die Gendarmerie berichtete von großer Aufregung in Omex, in Vignier und anderen Dörfern. Gestern hatte die Memorial de Pyrénées 2 volle Spalten gebracht. Die Erscheinungen von Lourdes. Und was haben Sie bisher zur Unterdrückung der Demonstrationen unternommen? Dafür bin ich nicht zuständig. Soll ich vielleicht die allerseligste Jungfrau einsperren lassen? Sie, Herr Staatsanwalt, dürfen die Vorführung durch die Gendarmerie beantragen. Der Staat ist der Staat und die Gemeinde ist die Gemeinde. Ich bin die Gemeinde. Nur immer ruhig, mein lieber Lacadé. Die ganze regionale Presse zieht uns durch die Zähne. Hier, lesen Sie diese Bündel von Zeitungsausschnitten. Auf das Gelächter von Paris können wir uns freuen. Wir beginnen, einen bejammernswerten Mittelpunkt des öffentlichen Interesses zu bilden. Ich habe mich immer bemüht, unser armes Loch zu modernisieren. Ich stehe vor dem Zusammenbruch aller meiner Pläne. Ich schlage vor, dass wir zuvörderst die Rechtslage mal besehen. Das ist Ihr Geschäft, Herr Staatsanwalt. Der nackte Tatbestand ist doch kurz folgender. Ein 14-jähriges Mädchen von niederer Herkunft und nicht einmal durchschnittlicher Verstandeskraft behauptet von sich, übersinnliche Erscheinungen zu haben. Die kleine Soubirou bezeichnet diese Erscheinungen jedoch nicht als heilige Jungfrau oder Mutter Gottes, dann nämlich könnte man auch mit Mühe und Not einen Verstoß gegen den religiösen Anstand konstruieren. Meines Wissens spricht die Kleine immer nur von der Dame. Der jungen Dame, der schönen Dame. Ist das nicht ärgerlich genug? Ja, aber es bedeutet keine Lästerung im gesetzlichen Sinne. Eine schöne junge Dame ist nichts anderes als eine schöne junge Dame. Der nackte Tatbestand ist mithin zum Zwecke einer gerichtlichen Verfolgung unbrauchbar. Mag sein, aber mein bescheidener Verstand sagt mir, dass der zu inkriminierende Tatbestand gar nicht in den Visionen zu suchen ist, sondern in dieser unbegreiflichen Volksbewegung, die Sie entfesseln. Ich nehme diese Volksbewegung vielleicht noch ernster als Sie, Herr Bürgermeister. Ich erkenne nämlich Ihre subversive, gegen den Staat gerichtete Tendenz. Betrachten wir also den Tatbestand der Zusammenrottung im Sinne des Gesetzes. Was tun diese Leute? Sie holen die kleine Soubirou vom Haus ab, sie pilgern mit ihr zum Höhlenberg, sie beten den Rosenkranz, sie knien mit brennenden Kerzen vor der Grotte und schließlich zerstreuen sie sich wieder. Kann man das verbieten? Man muss es verbieten. Ja, aber wie, mein Verehrtester? Kennen Sie einen einschlägigen Paragraphen, der ein solches Verbot zulässt? Ja, den gibt's wahrscheinlich nicht. Es gibt keinen Paragraphen. Aber es gibt einen Artikel im Konkordat. Sie wissen, dass das französische Kaiserreich mit dem Heiligen Stuhl ein Konkordat abgeschlossen hat. Ja, aber ich verstehe nicht... Ich habe mich gestern der Mühe unterzogen, den Text zu studieren. Artikel 9 bestimmt, dass kirchlicherseits keine neue Gebetsstätte ohne das formelle Einverständnis des Kultusministeriums eröffnet werden darf. Verstehen Sie? Ja, dieser Artikel 9 wäre Ihrer Ansicht nach verwendbar? Unter Umständen ja. Das hängt allein von der Kirche ab. Natürlich steckt die Kirche hinter der ganzen Affäre. Herein. Herr Dekan Peramal wünscht Herrn Staatsanwalt zu sprechen. Oh ja, ich lasse bitten. Er kommt wie gerufen. Seien Sie vorsichtig, Herr Staatsanwalt. Unser Vikar ist kein Dummkopf. Guten Tag. Guten Tag, Herr Dekan. Guten Tag. Bitte, wollen Sie Platz nehmen? Danke, nein. Was ich zu sagen habe, ist schnell gesagt. Ich freue mich, Sie gemeinsam anzutreffen. Ist Ihnen die kleine Soubirou bekannt? Ich kenne sie nicht und ich wünsche auch nicht, sie kennenzulernen. Ja, wäre es aber nicht sehr ratsam, dass Hochwürden dem Mädel die Leviten lesen? Ich meine Absicht. Es ist nämlich Sache der Behörde, mit einer minderjährigen Kriminellen oder Psychopathin fertig zu werden. Sie sagten doch vorhin, Sie wollten der Behörde helfen. Das habe ich ja bereits getan, indem ich der gesamten Geistlichkeit meines Kantons untersagt habe, die Grotte zu betreten und dem Fall die geringste Aufmerksamkeit zu schenken. Ihre Macht über das hiesige Volk ist sehr groß, Herr Dechant. Sie sind der Apostel der einfachen Leute. Wäre es nicht angezeigt, dass Sie selbst Ihre Stimme erheben? Ich habe nicht die Absicht, diesen Fastnachtsspuk mit meiner eigenen Luft noch weiter aufzublasen. Und somit wünsche ich den Herrn einen angenehmen Sonntag. Wie steht es nun mit Artikel 9, Herr Staatsanwalt? Dadurch, dass sich Peramal auf unsere Seite stellt... Ich sagte Ihnen, er ist ein Schlaumeier. ...ist uns dieses Loch verstopft. Ein Kampf mit Peramal wäre bedeutend vorteilhafter, als es ein Einverständnis ist. Jetzt haben wir die Sache allein auf dem Hals.
Heute waren es 1000 Personen. Morgen werden es 3000 sein. Übermorgen vielleicht 5000. Und wir haben nur ein paar Gendarmen zur Verfügung. Grotesk und lächerlich. Aber ich werde mich selbst mit dieser kleinen Person befassen müssen. Und wenn mein Zureden nichts hilft, dann wird mein Polizeikommissär sie ein wenig vornehmen. Jacomet versteht sich auf solche brenzlichen Individuen. Als Bernadette noch am selben Tage von einem Polizisten abgeholt wurde, um zum Staatsanwalt Dutour gebracht zu werden, blieb sie ruhig. Sie aß erst, beinahe träge, ihren Teller leer, erhob sich dann und folgte dem Polizisten. In ihren verblichenen Umhang gehüllt, betrat sie das Zimmer des kaiserlichen Beamten. Dutour betrachtete sie eine Weile schweigend. Ein Proletenkind, nicht ohne Anmut, aber schmal und unfertig, dachte er. Nur die Augen, diese großen schwarzen Augen, waren alles eher als unfertig. Es waren die Augen einer liebenden Frau. Nicht selten war er im Gerichtssaal solchen Augen begegnet, die wach, klar und sehr auf der Hut ein Gut des Herzens verteidigten. Weißt du, wer ich bin? Oh ja, man hat mir gesagt, dass Sie der kaiserliche Staatsanwalt sind. Und weißt du auch, was das für ein Mann ist, der kaiserliche Staatsanwalt? Ganz genau weiß ich das nicht. Dann will ich es dir sagen, mein Kind. Mich hat seine Majestät, der Kaiser, hierher gesetzt, damit ich darüber wache, dass jedes Unrecht aufgedeckt und gesühnt wird. Zum Beispiel die Lüge und der Betrug, den einer an seinen Nebenmenschen verübt. Weißt du also jetzt genau, wer ich bin? Oh ja, Sie sind dasselbe wie Monsieur Jacomet. Oh nein, ich bin viel mehr als Monsieur Jacomet. Er ist mein Polizeikommissär und ich bin sein Vorgesetzter. Du wirst noch heute Monsieur Jacomet vorgeführt werden. Ich habe dich aber zuerst zu mir rufen lassen, weil ich Mitleid mit dir habe und dir helfen will. Und wenn du vernünftig bist, kann ich dir vielleicht das Verhör mit Monsieur Jacomet ersparen. Lass uns also einmal sehen, was man für dich tun kann. Es ist viel Lärm um dein Persönchen in unserer Stadt ausgebrochen. Wird dir da nicht Angst und Bang? Bernadette, ich frage dich jetzt mit großem Ernst. Hast du die Absicht, morgen früh wieder nach Massabielle zu laufen? Natürlich muss ich noch 12 Mal zur Grotte gehen. Die Dame hat's gewünscht und ich hab's versprochen. Da haben wir also diese Dame. Du wirst mir doch zugeben, dass du ein recht unwissendes und dummes Ding bist. In der Schule bist du die Schlechteste. Ja, es ist wahr, Monsieur. Ich bin sehr dumm. Nun gibt es aber Erwachsene, die alles gelernt haben, was es in dieser Welt zu lernen gibt. Ich spreche zum Beispiel von mir selbst oder vom Dechanten Peramal. Diese Männer, die es doch wissen müssen, sagen dir, dass die Dame, die du zu sehen behauptest, eine kindliche Einbildung ist und ein lächerlicher Traum. Das erste Mal habe ich auch gedacht, es ist ein Traum. Siehst du, da warst du gar nicht so dumm. Ja, und jetzt auf einmal... Man kann einmal einen Traum für wirklich halten, aber nicht 6 Mal. Ja, wieso denn nicht? Man träumt doch auch manchmal dieselbe Sache öfters. Ja, ich träume ja gar nicht. Noch heute früh habe ich die Dame gesehen, genau wie man andere Menschen sieht. Und ich habe mit ihr gesprochen. Na schön, also, lassen wir das. Jetzt erzähl mir doch mal, wie ihr zu Hause lebt. Ich meine, wie es euch geht. Bis vor ein paar Tagen war es sehr schlimm. So. Aber jetzt hat Mama 3 Mal in der Woche die Bedienung bei Madame Millet und Papa ist Postbeamter bei Monsieur Cazenave geworden. Die Dame scheint also auch ihre praktischen Seiten zu haben. Tja, das Gericht weiß alles. Das Gericht kennt alle Geschenke, die man dir und deinen Eltern ins Haus schickt. Wenn das Gericht auf die Idee kommen sollte, dass deine Dame nichts anderes ist als eine glänzende Geschäftsspekulation, dann bist du verloren. Nimm dich in Acht, Bernadette. Ich möchte dich gern retten. Ich möchte dich sogar vor dem Verhör mit Monsieur Jacomet bewahren. Das wäre nämlich der erste Schritt ins Gefängnis. Ist ganz leicht, was ich von dir fordere. Du musst dabei gar nichts abschwören oder widerrufen. Versprich mir nur, dass du gehorsam sein willst. Wenn ich es kann, Monsieur, werde ich Ihnen gehorchen. Also, dann versprich mir hier in die Hand, dass du nicht wieder zur Grotte gehen wirst. Das nicht. Das kann ich nicht versprechen, Monsieur. Ich muss doch den Wunsch der Dame erfüllen. Überleg dir's. Ich warne dich zum letzten Mal. Ich muss noch 12 Tage zur Grotte gehen.
Wir sind fertig, Bernadette. Du rennst in dein Verderben. Jacome. Herr Staatsanwalt. Walten Sie Ihres Amtes. Bernadette, du gehst hier hinein. Komm näher. Setz dich. Wie heißt du? Sie wissen doch, wie ich heiße, Monsieur Jacome. Ich heiße Bernadette Soubirous. Wahrscheinlich bist du dir nicht klar darüber, was hier vorgeht. Ich schreibe nämlich deine Aussagen auf und das Protokoll kommt dann in dein Dossier. Ein Dossier, das den Namen Bernadette Soubirous trägt. Inhaber eines Dossiers zu sein, meine Kleine, ist keine sehr angenehme Sache. Anständige Leute, vor allem junge Mädchen, besitzen kein Dossier bei der Polizei. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Also, wie alt bist du? Ich bin 14 Jahre, Monsieur. Und immer noch nicht mit der Schule fertig. Was tust du zu Hause? Oh, nichts Besonderes. Geschirr waschen, Kartoffel schälen und oft muss ich auf meine kleinen Brüder aufpassen. So, und jetzt zu deinen tollen Geschichten. Kennst du diese Dame? Nein, ich kenne diese Dame natürlich nicht. Gewisse Personen, die ich genau kenne, haben dich angestiftet, diese widerliche Geschichte von deinen Erscheinungen herumzutragen. Man hat sie eingetrichtert, jetzt plärrst du dein angelerntes Sprüchlein her. Ich habe es mit meinen eigenen Ohren gehört, dass es eingelernt ist. Niemand hat mich angestiftet, Monsieur. Ach, mir ist es ganz gleichgültig, ob du gestehst oder ins Gefängnis kommst. Komm hier ans Fenster. Was siehst du denn da draußen? Es stehen sehr viele Leute vor Ihrem Haus, Monsieur. Und alle diese Leute können dir nicht helfen. Denn vor meinem Haus stehen drei Gendarmen. Siehst du sie dort? Ja. Sie warten nur auf meinen Befehl, dich abzuführen. Das kannst du nur verhindern, wenn du erklärst, dass du nie mehr nach Marsabiel gehen wirst. Mein Versprechen muss ich halten. Also soll ich die Gendarmen rufen? Wenn mich die Gendarmen wegführen, kann ich nichts tun. Aber das ist noch nicht alles. Auch deinen Vater und deine Mutter lasse ich einsperren. Es geht mich nichts an, ob deine jüngeren Geschwister dann verhungern oder nicht. Entschuldigen Sie, Herr Kommissär. Wie kommen Sie hier rein? Wer sind Sie? Ich bin François Soubirous. Zum Teufel, was wollen Sie denn hier? Mein Kind will ich haben. Mein armes Kind. Hören Sie zu, Soubirous. Die Schweinerei bei der Grotte muss ein Ende nehmen. Ich dulde sie nicht länger. Schon morgen muss das aufhören, verstanden? Gott ist mein Zeuge, Herr Kommissär, dass ich nichts anderes will, als dass es endlich aufhört. Das Mädchen ist noch minderjährig. Sie als Vater sind mir verantwortlich für Sie. Sie haben ihr jeden anderen Weg zu verbieten, als den zur Schule. Sperren Sie zu Hause ein, wenn es nicht anders geht. Und jetzt Gott befohlen, ihr beiden. Und dass ich euch nie wieder hier bei mir sehen muss. Bernadette ließ sich durch nichts aufhalten. Sie ging zur Grotte. Es waren an diesem Tage nicht mehr als 200 Personen gekommen. Eine Stimme begann, eines der vertrautesten Marienlieder anzustimmen. Bernadette feierte ein Wiedersehen ohnegleichen mit der Dame. Und die Dame sprach mit ihr und gab ihr einen Auftrag. Gehen Sie bitte zu den Priestern und sagen Sie ihnen, dass man hier eine Kapelle erbauen soll. Und etwas undeutlich und viel leiser fügte sie hinzu, in Prozessionen möge man kommen. Dieser Auftrag erfüllte Bernadette mit Sorge und Angst. Wer waren die Priester? Darunter konnte niemand anderes verstanden sein als der Dechant Peramal. Und in der Person Peramals war für das Mädchen alles Furchterregende der Kindheit verkörpert.
Er war zu groß für die kleine Bernadette. Als sie über die Steinschwelle in den Pfarrgarten stolperte, erblickte sie ihn, den Riesen, in seiner ganzen Wucht. Was suchst du hier? Wer bist du? Ich bin die Bernadette Soubirou. Ach, welche Ehre. Da kommt ja die neueste Berühmtheit zu mir auf Besuch. Also du bist das unverschämte Gassenmädel, das die lieblichen Geschichten aufführt. Wie? Los, mach den Mund auf. Was willst du von mir? Die Dame hat mir gesagt... Was heißt das? Welche Dame? Die Dame von Massabielle. Mir unbekannt. Aber die wunderschöne Dame doch, die immer zu mir kommt. Ist diese Dame aus Lourdes? Und kennst du sie? Nein, die Dame ist nicht aus Lourdes. Ich habe sie nie gekannt. Hast du sie gefragt, wie sie heißt? Oh ja, ich habe die Dame schon gefragt, wie sie heißt, aber sie gibt keine Antwort drauf. Ah, ist die Dame vielleicht taubstumm? Nein, die Dame ist nicht taubstumm. Sie redet mit mir. Und was? Was redet die Dame mit dir? Die Dame hat mir heute gesagt, gehen Sie bitte zu den Priestern. Was? Und sagen Sie ihnen, man soll hier eine Kapelle bauen. Priester? Was heißt das? Deine Dame scheint eine ausgemachte Heidin zu sein. Auch die Kannibalen haben Priester. Wir Katholiken haben Geistliche, die jeder einen bestimmten Titel führen. Die Dame hat aber Priester gesagt. Du bist bei mir an die falsche Adresse geraten. Hast du übrigens Geld, um eine Kapelle zu bauen? Oh nein, ich habe gar kein Geld. Nun, dann richte der Dame aus, sie möge zuerst das Geld für die Kapelle beschaffen. Hörst du? Jawohl, Monsieur le Curé. Ich werde es ausrichten. Unsinn! Richte deiner Dame Folgendes aus. Der Pfarrer von Lourdes ist nicht gewöhnt, Aufträge von unbekannten Damen entgegenzunehmen. Der Pfarrer von Lourdes findet es außerdem nicht besonders fein, wenn Damen auf Felsen herumklettern und unreife Halbwüchsige als Boten bestellen. Und der Pfarrer von Lourdes bittet zum Schluss die Dame ganz ergebenst, dass sie ihn ein für alle Mal in Ruhe lässt. Hast du verstanden? Oh ja, ich werde es ausrichten. Siehst du diesen Besen dort, Kleine? Mit diesem Besen werde ich dich eigenhändig zum Tempel hinauskehren, wenn du es noch einmal wagst, mich zu belästigen. Bernadette stürzte schluchzend davon. Kaum hatte sie 100 Schritte immer noch schluchzend zurückgelegt, da schrak sie zusammen. Ein fürchterliches Versehen war ihr unterlaufen. Sie hatte ja nicht die ganze Botschaft ausgerichtet. Und wenn die Dame enttäuscht würde, könnte das Unglück geschehen, dass sie sich für einige Tage oder, entsetzlich zu denken, für immer zurückzöge. Aber was konnte Bernadette anderes tun, als die Zähne zusammenbeißen und wieder umkehren? Ich muss sagen, Mut hast du, Kleine. Monsieur le Curé, ich muss Sie stören, es ist meine Schuld. Ich habe etwas vergessen. Die Dame sagte, in Prozessionen möge man kommen. In Prozessionen? Das ist das Beste bisher. Was braucht die Dame noch Prozessionen? Die bringst du ihr ja täglich selbst mit. Was brauchst du uns armselige Geistliche, wie ich höre? Bist du ja dein eigener Bischof und zelebrierst so tolle Offizien bei Massabielle, dass die Leute lachen und weinen. Hm? Will die Dame ihre Prozessionen vielleicht schon morgen haben? Ich glaub schon. Aber ich bitte vielmals um Entschuldigung. Jetzt habe ich alles ausgerichtet. Hey, du! Hier bestimme ich, wann du zu gehen hast. Weißt du noch, was du der Dame von mir ausrichten musst? Oh ja, ich weiß es noch. Das ist aber nicht alles. Ich habe noch einen Auftrag für dich. Hat die Dame dir wirklich niemals angedeutet, wer sie sei? Oh nein, wirklich niemals! Wenn sie aber das wäre, was die Leute von ihr behaupten, dann müsste sie doch etwas von Rosen verstehen, nicht? Man hat mir erzählt, dass in der Grotte am Felsen ein wilder Rosenstrauch wächst. Ist das wahr? Ja, das ist wahr. Gleich unter der Nische, wo die Dame immer steht, wächst so eine lange Heckenrose. Das trifft sich ja prächtig. Tu deine Ohren auf, Mädel. Denn du wirst der Dame noch Folgendes ausrichten. Der Pfarrer von Lourdes, meine Dame, fordert sie auf, ein kleines Wunder zu tun und den wilden Rosenstrauch erblühen zu lassen, jetzt am Ende des Winters. Es dürfte Ihnen ja leicht fallen, dem Pfarrer von Lourdes diesen bescheidenen Wunsch zu erfüllen. Hast du es kapiert, Mädchen? Oh ja, ich hab's kapiert. Dann wiederhole einmal, was ich gesagt habe. Der Pfarrer von Lourdes, meine Dame, fordert sie auf, ein kleines Wunder zu tun und den wilden Rosenstrauch erblühen zu lassen, jetzt am Ende des Winters. Die ganze Stadt sprach von der Botschaft des Dechanten an die Dame. Die Freidenker sahen in dieser Aufforderung einen saftigen Witz. Dieselbe Botschaft versetzte andererseits die Gläubigen aller Grade in große Erregung. Der Schrei nach dem Wunder ging jetzt durch alle Ortschaften, nachdem das Gespräch des Pfarrers mit Bernadette bekannt geworden war.
Und so hatten sich am nächsten Tag ungefähr 5000 Menschen bei der Grotte versammelt. Ein Wunder würde geschehen. Der Rosenstrauch würde blühen im Februar. Die Person, die sich am wenigsten um solch ein Wunder bekümmerte, war Bernadette. Kaum vor der Grotte angelangt, entledigte sie sich in überstürzter Weise der Aufträge, die sie vom Pfarrer erhalten hatte. Der Pfarrer von Lourdes, meine Dame, fordert Sie auf, ein kleines Wunder zu tun und den wilden Rosenstrauch erblühen zu lassen, jetzt am Ende des Winters. Es dürfte Ihnen sehr leicht fallen, dem Pfarrer von Lourdes diesen bescheidenen Wunsch zu erfüllen. Die Dame hörte sich die Ungezogenheiten ruhig an, die ihr der Pfarrer von Lourdes ausrichten ließ. Dann winkte sie leise das Mädchen heran und sagte ihr eindringlich: Gehen Sie dort an die Quelle trinken und sich waschen. Quelle? Wo ist denn hier eine Quelle? Es gab keine Quellen in dieser Gegend. Es gab nur den kleinen Fluss Gave. Bernadette begann vorsichtig zum Fluss hinabzusteigen. Aber als sie sich umwandte, sah sie, wie die Dame den Kopf schüttelte. Und die Stimme der Dame rief sie zurück: Nicht zum Gave, bitte. Und als Bernadette nun mit offenem Munde zur Nische blickte, wiederholte die Dame ihren Wunsch: Gehen Sie dort an die Quelle trinken und sich waschen. Und wie um dem Mädchen zu helfen, fügte sie noch einen Satz hinzu: Gehen Sie von den Pflanzen essen, die Sie dort finden. Bernadette blickte sich in der Grotte um. Im äußersten rechten Winkel entdeckte sie eine Stelle, wo eine Handvoll Gras und ein paar Kräuter wuchsen. Sie kniete an dieser Stelle nieder und begann von den bitteren Kräutern zu essen. Und da die Dame von einer Quelle gesprochen hatte, so war es für Bernadette ausgemacht, dass eine Quelle vorhanden sein musste, wenn nicht über der Erde, dann unter der Erde. Und Bernadette begann nun, die Erde mit beiden Händen aufzuwühlen. Es entstand eine Mulde, auf deren Grund ein bisschen schmutziges Wasser zusammenlief. In diesem Schlamm nun versuchte sie, sich zu waschen. Sie bestrich sich mit ihm das Gesicht und sie würgte ihn mühsam herunter, denn trinken und waschen, beides war ihr aufgetragen. Die Menschen aber, die sich versammelt hatten, die Betenden und die Neugierigen, waren gekommen, um ein Wunder zu erleben. Kannst du sehen, was sie tut? Sie scheint nicht genau zu wissen, was sie tun soll. Sie kratzt in der Erde. Sie hat ihr Gesicht beschmiert. Wie sie aussieht, wie eine Irre. Kein Rosenwunder. Haben Sie wirklich an ein Wunder geglaubt? Und deswegen kommen hier ein paar tausend Leute zusammen, zum Lachen. Ihr lieben Leute! Nun seht ihr endlich, wie man euch an der Nase herumgeführt hat. Wer spricht da? Jacomet, der Polizeikommissar. Die kleine Soubirous ist eine arme Kranke, die man in den nächsten Tagen in eine geschlossene Anstalt bringen muss. Nehmt also endlich Vernunft an, ihr Guten. Wunder! Und noch dazu an einem ganz gewöhnlichen Wochentag? Nicht einmal am Sonntag gibt's Wunder. Der Herrgott duldet keine Unregelmäßigkeiten in der Natur.
Genauso wenig wie seine Majestät der Kaiser Unregelmäßigkeiten und Unordnung im Staat duldet. Ich hoffe, dass ihr mich verstanden habt und dass morgen wieder Ruhe eintritt. Nach dieser markigen Rede begann die Menge sich zu zerstreuen. Kleinlaut und betreten. Aber das Verhalten Bernadettes nach dieser Katastrophe bildete für viele eine unbegreifliche Überraschung. Sie war vollkommen ruhig, gleichmütig, ja, man musste es eingestehen, zuversichtlich heiter. Und am nächsten Tag war an der Stelle, wo Bernadette mit ihren Händen in der Erde gescharrt hatte, eine Quelle. Wir haben unseren Rosenkranz gebetet. Und da war das Wasser plötzlich da. Vorher haben wir alle nichts bemerkt. Die allerheiligste Jungfrau hat zu Bernadette gesagt, gehen Sie dort zur Quelle. Und bitte, voilà, da ist die Quelle. Das ist eine Ader, die aus dem Felsen kommt. Das ist kein Grundwasser. Da hat die Allerheiligste doch ein Wunder getan. Die Entstehung der Quelle von Massabielle war nicht nur Bernadettes Triumph. Sie war der Sieg des ganzen Volkes von Lourdes gegen die Behörden und gegen die Kirche. Nicht nur an jedem Morgen pilgerten jetzt Tausende zur Grotte, auch an den Abenden bildeten sich lange Züge, die mit brennenden Kerzen, Fackeln und Kienspänen nach Massabielle wallfahrten. Dann geschah es, dass Frau Croisine Bouhour ihr krankes Kind in das Wasser der Quelle tauchte. Obwohl das Wasser eiskalt war, wagte niemand, die Frau zurückzuhalten. Das Kind, das eben wieder an schweren Krämpfen litt, kam langsam zu sich, hörte auf zu röcheln, und in der tiefen Stille wurde das fadendünne Quäken eines Neugeborenen vernehmbar. Die erste Heilung, das erste Wunder war in Lourdes geschehen. Lourdes war zu einem Erdbebenherd geworden, der über ganz Frankreich ausstrahlte. Am 15. Tage, am letzten Tage der Erscheinungen, lagerten 20.000 Menschen um die Grotte. Inzwischen hatte der Bürgermeister von Lourdes die Erlässe, Verfügungen und Gesetze, die seiner Gemeinde zugegangen waren, gewissenhaft durchforscht. Schließlich fand er einen Ausweg. Ich diktiere. Artikel 1. Es ist verboten, aus der oben genannten Quelle Wasser zu entnehmen. Artikel 2. Es ist gleichfalls verboten, das im Gemeindebesitz befindliche Ufer von Massabielle zu betreten. Artikel 3. Es wird vor der Grotte von Massabielle eine Barriere aus Planken errichtet, um den Zugang zu sperren. Und so fand Bernadette, als am 16. Juli nach langen Monaten wieder der Ruf an sie ergangen ist, zur Grotte zu kommen, einen Plankenzaun, der von mehreren Gendarmen bewacht wurde. Was sollte sie tun? Sie blickte umher, vom Bretterzaun zum Ufer des Flusses. Die Schar von Menschen, die auf ihren Gang zur Grotte aufmerksam geworden ihr gefolgt ist, wuchs ständig. Mit einer beschwörenden Geste scheuchte Bernadette die Menschen zurück, die einen weiten, ehrfürchtigen Halbkreis um sie bildeten. Manche der Frauen zündeten Kerzen an. Wie aber könnten einfache Kerzenflammen sichtbar werden in diesem ungeheuren Sonnenuntergang, der jetzt das Gavetal durchflutete? Bernadette sank auf derselben Stelle in die Knie wie beim ersten Mal. Sie blinzelte, und dann sah sie, die Dame stand vor der Grotte, zum ersten Mal auf ebenem Boden. Die Dame führte den Finger an den Mund. Das mochte bedeuten, schweigen Sie. Aber Bernadette konnte die schreckliche Frage nicht bändigen, die ihr trotz allem stumm aus dem Herzen drang. War es wirklich das letzte Mal?
Die Dame gab keine Antwort. Nur ihr Lächeln wurde noch leiser, froher, aufmunternder, kameradschaftlicher. Da wusste Bernadette, es war der Abschied. Die Dämmerung brach herein. Die Dame hatte eine Stunde gewählt, wo der Abschied des Lichtes ihren eigenen Abschied in sich aufnahm. Als die Gestalt nur noch ein unbestimmtes Leuchten war, begann die Dame zu gehen. Bernadette starrte in die Nacht. Die Sterne wuchsen. Sie schienen aufzuglühen vor Lust, ihre Königin zu empfangen. Treten Sie näher, Dr. Dussou. Wir hatten bisher nicht viel Gelegenheit, miteinander zu plaudern. Ich komme eigentlich nicht zum Plaudern zu Ihnen, Hochwürden. Ich würde mich freuen, wenn ich Ihnen mit irgendetwas zu Diensten stehen dürfte, Herr Stadtphysikus. Das Einzige, worum ich Sie bitte, ist, dass Sie mich anhören. Ja, ich bin einigmal Zeuge jener Erscheinungen gewesen. Was ich aber diesmal gesehen habe, ich weiß, dass Visionäre sich mittels der von Ihnen gesehenen Bilder selbst in hypnotischen Schlaf versenken können. Halt, verehrter Doktor. Wollen Sie damit sagen, dass Sie Bernadette für eine echte Visionärin halten? Ja. Und dass Sie jede gröbere Erklärung ausschließen? Ich sehe keine andere Erklärung. Seit diese Quelle entstanden ist... Wäre mithin Ihrer Meinung nach die Entstehung der Quelle Grund genug, Wunder anzunehmen? Ich bin ein Naturforscher, Hochwürden. Der Wunderglaube liegt unser einem äußerst fern. Eine Quelle ist nur eine Quelle bis zur Heilung des Kindes Buuroch. Und zwingt Sie diese Heilung nun als Naturforscher abzudanken und an ein Mirakel zu glauben? Nicht ganz. Ein Kollege ist zum Beispiel der Ansicht, in dem Quellwasser von Massabielle seien irgendwelche unbekannte Heilstoffe wirksam. Ein starkes Stück, freilich, dass ein einziges Bad in dieser Quelle ein gelähmtes Kind heilt. Zumal, wenn man bedenkt, dass die Heilung unmittelbar erfolgt ist. Doch sind Zweifel immer noch möglich. Bei dem aber, was sich diesmal ereignet hat, kann ich dem Zweifel nicht die geringsten Konzessionen einräumen. Tja, ich bin selber Augenzeuge gewesen. Bernadette kniete vor der Grotte. In der linken den Rosenkranz, in der rechten eine brennende Kerze. Da wurde, vielleicht durch das Gewicht der dicken Kerze, ihre rechte Hand nach links gezogen und senkte sich, so dass die Flamme zwischen den gespreizten Fingern der linken emporzüngelte. Ich sah es genau. Es gibt keine Betäubung, dachte ich, die dem Brandschmerz Widerstand leistet. Ich konnte volle 10 Minuten auf meiner Uhr zählen, in welchen die Kerzenflamme die Hand umspielte. Dann erhob sich Bernadette, als sei nichts geschehen. Ich untersuchte sofort ihre Hand. Sie war ein wenig rauchgeschwärzt, aber gänzlich unverletzt. Ja, und Ihre Erklärung? Ja, die ganze Zeit fragen Sie mich nach Erklärungen, aber ich bin hergekommen, um Ihre Erklärung zu hören. Auf die warte ich. Ich bin nicht imstande, Ihnen zu antworten, Doktor. Und nicht befugt. Darüber muss eine höhere Autorität entscheiden, als ich es bin. Seine Exzellenz, der Herr Bischof, bittet Sie einzutreten. Ich danke Ihnen, Exzellenz, dass Sie mir diese Audienz gewähren. Ich habe vorerst eine Frage an den Pfarrer von Lourdes. Wer ist Bernadette Soubirous? Tja, wer ist Bernadette Soubirous? Exzellenz, ich gestehe offen, ich habe Bernadette für eine Schwindlerin gehalten. Und es gibt Momente, in denen ich sie auch heute noch dafür halte. Später habe ich sie für eine Verrückte gehalten und manchmal tue ich es jetzt auch noch, wenn auch immer seltener. Drittens gestehe ich, Exzellenz, dass ich in Bernadette Soubirous wirklich eine Begnadete und eine Wundertäterin sehe. Das ist keine erleuchtend klare Auskunft, Pfarrer von Lourdes. Exzellenz, wissen, ich bin alles eher als ein Schwarmgeist.
Aber diese Kleine ist so ganz wundersam wahrhaftig. Sie hat in einer Art und Weise recht, dass ich es selbst nicht verstehe. Das ist ja ein richtiges Loblied auf dieses Mädchen. Exzellenz, ich brauche Ihre väterliche Hilfe, so alt ich bin. Denken Sie an die Quelle. Denken Sie an die Heilung des Kindes Buuor. Es geschehen zweifellos Wunder. Halt, Pfarrer von Lourdes. Ein äußerst gefährlicher Begriff. Sie wissen genau, dass einzig und allein die Kongregation der Riten zu Rom darüber zu befinden hat, ob etwas ein echtes Wunder ist oder eine Täuschung. Sehr richtig, Exzellenz. Damit aber das Kurienamt seine Entscheidung fällen kann, muss es im Besitz des notwendigen Materials sein. Exzellenz, mein ganzer Sprengel lebt in der tiefsten geistigen Unsicherheit. Ich wage es deshalb, Sie inständig zu bitten, entwirren Sie diese Verwirrung. Berufen Sie die bischöfliche Untersuchungskommission ein. Die bischöfliche Untersuchungskommission ist ausgearbeitet in allen Einzelheiten. Und wann werden Sie das Zeichen zu Beginn Ihrer Arbeit geben? Wenn es Gott gefällt, niemals. Das Wunder ist etwas sehr Furchtbares, Pfarrer von Lourdes. Unser Herr schickt mit Recht nur äußerst selten Wunder. Das wäre sonst unser ganzer Glaube wert, wenn ihn jeder Flachkopf täglich bestätigt fände. Ehe daher eine kirchliche Kommission die übernatürliche Einwirkung zugibt, müssen alle Arten der natürlichen Erklärung erschöpft sein. Wenn ich diese Kommission jemals einberufen sollte, werden in ihr nicht nur Theologen, sondern in ebensolcher Anzahl Professoren der Medizin, der Chemie, der Geologie teilnehmen. Wer Wunder leugnet, ist kein rechter Katholik. Und doch, Wunder dieser Art sind anstoßerregend. Für mich. Ich mag keine Wunder. Und Sie jagen mich in diese Sache hinein. Exzellenz, ich bitte für die Unterbrechung um Entschuldigung, aber es ist etwas geschehen. Was ist geschehen? Abbé? Kaiserin Eugenie hat dem schwerkranken Kronprinzen Wasser von der Quelle zu trinken gegeben. Kurz darauf war er gesund. Der Kaiser hat persönlich die unverzügliche Öffnung der Grotte anbefohlen. Danke, Abbé. Pfarrer von Lourdes, ich gebe mich geschlagen. Die Kommission tritt zusammen. Und was soll mit der Bernadette geschehen? Wie ist das gemeint, Exzellenz? Die Kommission, mein Lieber, kann nur drei Urteilssprüche fällen. Entweder wird sie sprechen, du bist eine Gauklerin, kleine Subiru, folglich gehörst du in eine Anstalt. Oder wird sie sprechen, du bist eine Irre, kleine Subiru, folglich gehörst du ins Irrenhaus. Oder wird sie sprechen, die allerseligste Jungfrau hat dich begnadet, kleine Subiru. Von deiner Quelle gehen Wunder aus. Folglich? Was? Während die Kommission zu ihren Sitzungen zusammentrat, mehrten sich die Wunder von Monat zu Monat. Es folgten jene Fälle, deren Unerklärlichkeit so mächtig war, dass die ganze Kommission bereit war, ihnen den Charakter des Mirakels anzuerkennen. 15 Menschen wurden in dieser Zeit zwischen zwei Atemzügen geheilt. Hunderte genasen auf unbegreiflichem, aber langsamerem Wege. Tausende und Zehntausende kamen nach Lourdes, um Gesundheit und Leben wiederzufinden. Inmitten dieser Ströme von Menschen und Ereignissen lebte Bernadette, als ginge es sie nichts an. Bis dann die Kommission nach 4 Jahren zu ihrem Ende kam und der Dechant das Mädchen wieder zu sich rufen ließ. Du bist groß geworden, Bernadette. Man kann gar nicht mehr du zu dir sagen.
Aber in deinem alten, bösen Pfarrer wirst du noch erlauben, dich zu duzen, ja? Oh ja. Weißt du vielleicht schon, dass die bischöfliche Untersuchungskommission ihre Arbeit beinahe abgeschlossen hat? Und hast du eine Vorstellung von der Tätigkeit dieser Kommission? Ja, Herr Pfarrer, die Herren untersuchen und prüfen alle Geheilten. Gewiss, das auch. Aber was dich betrifft, mein Kind, glaubst du, dein Fall gehöre nicht in die Arbeiten der Kommission? Ich habe den Herrn alle Fragen beantwortet. Hoffentlich werde ich nichts mehr damit zu tun haben. Ich bin doch schon so alt und ich helfe meinen Eltern noch immer nicht. Jetzt könnte ich vielleicht Dienstmädchen bei Madame Millet werden. Nein, das nicht. Das ist nicht der richtige Beruf für dich. Glaubst du etwa, dass die Dame dich zum Dienstmädchen ausersehen hat? Ich wäre sehr zufrieden, wenn sie mich zum Dienstmädchen nehmen möchte. Einmal. Hast du das vielleicht schon mit dir ausgehandelt, mein Kind? Die Dame wird mich nicht nehmen. Ich bin zu ungeschickt. Stell dich nicht unwissend, Bernadette. Die Dame hat dich unter allen Kindern auserkoren. Du bist der Mittelpunkt einer Geschichte, wie man sie in unserer Zeit noch nicht vernommen hat. Glaubst du, du könntest nun einfach sagen, ich habe das Meinige getan und lass mich mein Leben leben? Aber ich habe doch das Meinige getan. Du bist wie eine Kugel, die man abgeschossen hat. Niemand kann deine Bahn mehr ändern. Die Kommission hat über dich einen großen und wichtigen Bericht abgefasst. Darin wird die Möglichkeit zugegeben, dass du eine bevorzugte himmlischer Mächte sein könntest. Und das einzig und allein auf deine Hand, die die Quelle hervorbrachte, eine große Fülle bestätigter Wunder zurückgeht. Dieser Bericht wird nach Rom gesandt, an den Heiligen Vater und an seine Kardinäle. Die größten und weisesten Männer der Kirche werden dich im Auge behalten, jahrelang, jahrzehntelang. Und dann, es fällt mir schwer, meine Kleine solche Worte in den Mund zu nehmen, es ist nicht ausgeschlossen, dass Bernadette Soubirous, dieses unwissende Ding, die schlechteste im Katechismus, wie sage ich es nur, dass du lang, lang nach unserem Tode nicht vergessen sein wirst, wie wir anderen, sondern... Das kann nicht sein. Dass du eine von den auserwählten Sterblichen bist, die Anspruch auf die Ehre der Altäre haben kann. Das will ich nicht. Das ist entsetzlich. Ja. Ja, ich weiß. Aber was lässt sich dagegen tun? Sag mir eins, Bernadette. Sind die geistlichen Schwestern im Hospital und in der Schule nicht sehr lieb? Ja, sie sind sehr, sehr lieb, Herr Pfarrer. Und könntest du dir nicht vorstellen, einmal eine von ihnen zu sein? Oh nein, mein Gott, das ist ja viel zu hoch für mich. Vor langer Zeit habe ich zu dir gesagt, du spielst mit dem Feuer, Bernadette. Deine Dame hat dich über alle Menschen erhöht. Der Himmel hat dich erwählt. Es bleibt dir nichts anderes übrig. Jetzt musst du den Himmel erwählen. Mit ganzer Seele. Ist das nicht wahr? Ja, das ist wahr. Du kennst die Schwestern von Nevers. Die Regel dieses Ordens ist schön und erhaben. So nimmt die Kirche dich in ihre Obhut. Also, Sie sind die Postulantin, die man von Lourdes hierher gebracht hat? Ja, Mutter Oberin. Und wie heißen Sie? Bernadette Soubirous, Mutter Oberin. Wie alt sind Sie? Schon 20 vorüber, Mutter Oberin. Und was können Sie? Oh,
Nichts Besonderes, Mutter Oberin. Aber in der Welt draußen, welchen Beruf hatten Sie sich da gewünscht? Ach, Mutter Oberin, ich dachte mir, zum Dienstmädchen wird's vielleicht reichen. Gut. Ich gebe Ihnen die Stelle des Küchenmädchens. Es handelt sich dabei ums Geschirrwaschen, ums Gemüseputzen und Kartoffelschälen, um das Reinigen des Fußbodens und das Auskehren von Gängen und Stiegen. Kurz um alle niedrigen Dienste, die es hier zu verrichten gibt. Merken Sie gut auf. Ich gebe Ihnen keinen Befehl, sondern ich mache nur einen Vorschlag. Wenn Sie sich außerstande fühlen, meinen Vorschlag anzunehmen, weil Ihnen diese Arbeit körperlich oder seelisch widerstrebt, so sagen Sie es bitte sogleich. Oh nein, Mutter Oberin, diese Arbeit widerstrebt mir gar nicht und ich bin sehr glücklich, die Stellung des Küchenmädchens haben zu können. Noch eins, mein Kind. Ein Hirtenbrief des Bischofs von Tarp beschäftigt sich mit den Erscheinungen und mystischen Erlebnissen, die Ihnen begegnet sind. Ich glaube, dass Sie mich genau verstehen werden, wenn ich die Überzeugung ausspreche, dass von Stund an in diesem Hause davon kaum mehr die Rede sein wird. Weder werden wir Sie damit behelligen, noch werden Sie selbst darauf zurückkommen. Bei allem aber, was Sie tun oder lassen, bedenken Sie, welche Gnade Sie durch Ihr Opfer einzuholen haben. An einem grauen Spätnachmittag erfuhr Bernadette, die nun den Namen Marie Bernard trug, dass ihre Mutter gestorben war. Am Abend dieses Tages, es war der 8. Dezember, der Tag der unbefleckten Empfängnis, erkrankte Bernadette so schwer, dass der Hausarzt keine Hoffnung gab. Der Bischof nahm Bernadette die drei heiligen Gelübde ab, sie wurde in die geistlichen Scharen rechtens aufgenommen. Nach vollendeter Profess atmete sie ein paar Mal sehr tief. Meine Mutter ist tot. Aber ich sterbe noch nicht. Und sie hatte die Wahrheit gesprochen, wie immer. Nach ihrer Genesung wurde ihr das zarteste und schonungsvollste Amt aufgetragen, das das Haus zu vergeben hatte. Das Amt der Sakristanin, die allmorgendlich das Ziborium mit den heiligen Broten füllt. Eines Tages klopfte es ans Klostertor. Die Pförtnerin meldet, dass für Schwester Marie Bernard Besuch da sei. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Womit kann ich dienen? Ich komme nur, um zu fragen, wie es geht, Schwester. Papa! Du bist es! Ist es möglich? Ich habe dich nicht erkannt in der Dämmerung. Ja, ja. Ich bin mit der Eisenbahn hergereist. Marie Bernard. Warum nennst du mich Schwester und Marie Bernard? Für dich bin ich doch die Bernadette. Ach, dass du zu mir kommst, Papa. Ich habe vor Jahren schon angefragt, aber damals war es nicht erwünscht, Bernadette. Und nach dem Tode von Mama, weißt du, da war ich ganz verloren, da habe ich mich gar nicht rühren können. Ach, Mama. Wie ist Mama gestorben? Deine Mutter ist sehr leicht gestorben, meine kleine Bernadette. Und du warst ihre große Freude. Du allein. Dein Bild ist immer auf ihrer Brust gelegen. Von dir bekommt man nämlich jetzt viele Bilder. Und wie geht's euch allen daheim? Ich kann nicht klagen, mein liebes Kind. Die Geschäfte machen sich. Ich bin ja wieder Müller. Und deine beiden Brüder sind ganz brauchbare Müllerburschen. Deine Schwester Marie hat einen Buben und zwei Mädchen.
Ich habe ein klein wenig Erspartes zurücklegen können für meine Kinder und Enkel, wenn ich einmal nicht mehr bin. Ach, Papa, es macht mir das Herz so leicht, wenn ich höre, wie gut es euch allen geht. Und mir, Bernadette, wird das Herz schwer, wenn ich jetzt oft in der Nacht daran denke, dass ich dich nicht gut halten konnte im Cachot damals. Und jetzt könnte ich dich doch so gut halten. Ach, damals habe ich doch gar nichts gefühlt davon, Papa. Und jetzt? Jetzt fehlt mir nichts. Fehlt dir wirklich nichts, mein liebes Kind? Ich finde, du siehst schrecklich blass aus. Och, das ist doch nur die Haube. Die macht uns alle so bleich. Ich bin ganz gesund. Ja. Noch nie ist es mir besser gegangen. Nicht einmal mehr Asthma habe ich. In ihren letzten Lebensjahren war Bernadettes Körper abgemagert bis zu einem Hauch. In ihren gesunden Tagen war sie niemals eine Beute von Skrupeln oder von Schuldgefühl gewesen. Sie lebte dahin in unangefochtener Geborgenheit. Jetzt aber wurde sie unvermittelt und plötzlich zur Waage für das leiseste Feingewicht des Gewissens. Ich habe mich doch so abscheulich benommen gegen meine Mutter, gerade vorhin. Aber ihre Mutter war schon seit 10 Jahren tot. Ich habe geschimpft. Bleib mir endlich vom Hals mit deiner Zwiebelsuppe. Das habe ich wirklich gesagt. Das war schon lange her. Mehr als 16 Jahre. Meine arme Mutter. Wie schlecht hat sie es gehabt im Leben. Und auch ich war abscheulich zu ihr. Dann kamen die Prüfungen. Eine unsägliche Weltangst überfiel Bernadette. Man konnte meinen, die von der Gnade erfasste Seele müsste in höherem Auftrag alle Grauensbilder, die auch auf ihrem Grunde lauerten, unter Qualen erbrechen, ehe sie die Erde verlassen durfte. War nicht die Grotte Massabielle eine Stätte des Unrats und des Abscheus gewesen, ehe sie erlöst und erhöht wurde? Hatte nicht das Weh- und Wutgeheul des Gave gegen die Entrechtung des Dämonischen aufbegehrt? Immer ist es nah gewesen und der Seele durch die Angst verbunden. Und der Gave polterte an ihrem Bett vorbei und gröhlte: Apage Satanas! Schrie sie dann. Und mit schmerzhafter Hand bedeckte sie Gesicht und Brust mit Kreuzen. Dann und wann gellte solch ein nächtlicher Schrei durch das stille Haus. Als sie sich immer schwächer und dem Tode näher fühlte, bat sie, ob der alte Vikar von Lourdes sie wohl besuchen könne. Da bin ich nun gekommen, Schwester. Herr Pfarrer, ich habe Sie nicht angelogen. Weiß Gott, Schwester, Sie haben mich nicht angelogen. Aber ich war ihrer nicht würdig. Ich habe sie gesehen. Ja, ich habe sie gesehen. Ja, du hast sie gesehen, mein Kind. Und du wirst sie wiedersehen. Oh nein, Herr Pfarrer. Das ist gar nicht sicher, dass die Dame mich zu ihrem Dienstmädchen nehmen wird. Wenn etwas sicher ist, mein Kind, so ist es das. Ich habe doch gar nichts anderes leisten können, als krank sein. Und vielleicht habe ich nicht genug Schmerzen gehabt. Du hast für alle Himmel genug Schmerzen gehabt, mein Kind. Glaub mir es. Ach wo, Herr Pfarrer. Ich glaube, ich habe viel weniger Schmerzen gehabt als Freuden. Damals. Aber
habe Furcht. Ich habe so viel Gnade gehabt. Ich muss sie einholen. Ich kann's nicht. Was für einen Tag haben wir heute? Heute ist Mittwoch der Karwoche. Ach. Dann ist ja morgen Donnerstag. Der 11. Februar war ein Donnerstag, als wir Mädchen Holz suchen gingen. Und ein Donnerstag war es, als die Dame sprach: Gehen Sie zur Quelle trinken und sich waschen. Der Donnerstag ist der Tag der Dame. Und morgen ist wieder Donnerstag. Ich habe keine Furcht mehr. Ich werde jetzt ruhig sein. Ich liebe. Ich liebe. Deine Augen haben mehr gesehen als die unseren. In deinem Herzen war mehr Liebe, als unsere harten Herzen es fassen konnten. Du bist jetzt im Himmel und auf der Erde. Dein Leben beginnt, Bernadette. Es vergingen mehr als 60 Jahre. Die silbernen Trompeten schmetterten. Die Sedia des Papstes wurde durch die St. Peterskirche getragen. Inmitten der Schweizer Garden, der Maestri di Camera, der Nobelgarde im schwarzen Samt, der Pönitenziarier mit ihren langen, begrenzten Stäben. Der Thron des Papstes war in der Tiefe der Apsis errichtet, unter Berninis Gloria. 16 Kardinäle saßen ihm zur Seite. Auf den Stufen zu seinen Füßen nahmen die Prälaten des Hofstaates Platz. Der Advokat Bernadettes, der in allen Instanzen den Prozess siegreich zu Ende geführt hatte, bat nun den Pontifex in Demut, den Namen des Mädchens von Lourdes in den Katalog der Heiligen einzuschreiben. Dann sprach der Papst: Wir erklären und entscheiden, dass die selige Marie Bernadette Soubirous eine Heilige ist. Wir bestimmen, dass ihr Angedenken alljährlich fromm gefeiert werden möge. Im Namen der Jungfrau am 16. April, dem Tage ihrer Geburt im Himmel. Thank you.